Bevor wir mit der heutigen Spezialepisode der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition loslegen, möchte ich noch ein, zwei Worte sagen. Also erstens natürlich frohe Weihnachten euch allen. Heute, wenn das Video hochkommt, ist Heiligabend. Es ist natürlich auch speziell darauf angepeilt, die Spezialepisode, und hat deswegen auch eine weihnachtliche Atmosphäre und spielt in der Weihnachtszeit. Dieses Mal spielt sie nicht deutlich vor den bereits geschehenen Geschichten wie die erste Spezialepisode, die noch vor der ersten Geschichte gespielt hat, sondern sie spielt nach der dritten und letzt veröffentlichten Geschichte, ein paar Monate später. Die wichtigste Nachricht an alle Zuschauer hier ist: Die heutige Spezialepisode geht in eine sehr andere Richtung, was das Genre angeht. In die Richtung, die ich vor allem in letzter Zeit sehr für mich entdecke, die aber viele wirklich nicht mögen. Das heißt, wenn es jemanden von euch gibt, der wirklich schon sich mal etwas davon angehört oder durchgelesen hat und wirklich absolut nichts mit dem Romantik-Genre anfangen kann, der sollte heute früher ausschalten. Falls ihr es noch nicht habt, ich kann euch nur raten, es gibt viele, die denken von vornherein, das ist wirklich nicht cool. Das ist wirklich scheiße, Romantik-Genre. Geht's euch genau wie mir früher. Aber ich hab dann irgendwann einfach einmal auf der Seite fanfiction.net, schreibe ich im Moment englische Fanfiction, never alone, alle schön suchen und angucken, einfach Filter, Shinux oder Vulpix, gibt keine andere, die Never Alone heißt und das hat. Habe ich irgendwann einfach mal eine gelesen und seitdem kann ich eigentlich echt nicht mehr damit aufhören, um ehrlich zu sein. Ich find's wirklich schon sehr cool, wenn man mal wirklich drin ist. Deswegen, wenn es jemanden gibt, der dem Ganzen noch nie die Chance gegeben hat, ihr könnt ja mal dranbleiben. Dann eine Sache, ich weiß zwar, hast du mir schon geschrieben, dass das nicht dein echter Name ist, sondern nur dein Nutzername, aber ich bleib jetzt trotzdem bei Rainer Hanser, weil was soll ich sonst sagen? Das geht jetzt vor allem gerade an dich, die Aussage, bezüglich des Fragenbeantwortens der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Eigentlich sollte da schon vor einiger Zeit ein größeres Video mit noch ein paar anderen Sachen kommen. Das habe ich jetzt aber aus privaten Zeitgründen nicht gemacht, sondern schieb das hier kurz ein. Und zwar ist das, was du als zweiter Teilnehmer der Fragen als Art Belohnung bekommst, dass du einen Charakter für die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 entwerfen darfst. Es gibt dabei so ein paar kleinere Einschränkungen. Du darfst an sich jede Spezies nehmen, außer Bisasam, davon haben wir schon genug. Es sollte am besten kein legendäres oder mystisches Pokémon sein. Und wenn es ein Pokémon einer Spezies ist, die bereits vorhanden ist, sollte es in irgendeiner Form ein anderes Aussehen haben. Entweder ein Shiny oder, was ich zum Beispiel in Never Alone gemacht habe, man kann sich auch etwas ganz anderes ausdenken. Da habe ich zum Beispiel ein lilanes Vulpix. Und der Name sollte dann natürlich nicht gleich sein wie das andere Pokémon der Spezies. Was wichtig ist, du kannst selber Alter festlegen. Bedenke, das Alter eines Pokémon ist das Alter ist als Mensch. Das Alter des Menschen plus 50%. Heißt zum Beispiel, man ist als Mensch 18 Jahre alt. Die Hälfte von 18 ist 9. 18 plus 9 ist 27. Als Pokémon wäre man 27 Jahre alt. Das ist die Umrechnung, wenn du das machst. Du würdest das Alter als Pokémon-Jahre angeben. Dann sind natürlich auch einige Namen verboten. Zum Beispiel darf logischerweise kein Charakter, den du entwirfst, Günther oder sowas heißen. Du hast einen Slot frei. Die Rolle ist bereits festgelegt. Das ist der eine Nachteil, den du im Vergleich zu Olaf, der dasselbe hat, der das Ganze schon hier privat hat. Habe ich mit ihm schon alles abgeklärt, ist halt mein Bruder. Den kleinen Vorteil hat er einfach dadurch, dass er wirklich vor allem die Quantität, aber teilweise auch das Verständnis
der Antworten war bei ihm besser, daher hatte er die Wahl, da ich bereits Rollen fest habe, in die sie schlüpfen, bloß natürlich, wie genau sie sind, wer sie sind, das darf vor allem du jetzt entscheiden, Rainer Hansa. Dein Pokémon wäre ein Antagonist, ein Feind, falls irgendjemandem das Wort Antagonist nicht sagt. Er wäre keiner der Hauptfiguren. Er wäre jetzt, das sage ich auch gleich so, weder dein noch Olafs Pokémon wären jetzt große Rollen wie Günther oder Lord Ecke. Er wäre eine etwas kleinere Rolle. Ich würd gern so erklären, wie und in welche Rolle ungefähr es ist. Also er wird schon auch einen gewissen Auftritt bekommen. Du kannst dir alles ausdenken, was du willst. Schreib einfach in die Kommentare, so ungefähr im Style der typischen Charakterbriefe. Auf Deutsch den Namen, das Alter, einen Wohnort brauchst du nicht. Name, Alter, Persönlichkeit, Besonderheiten und Aussehen. Das darfst du alles in die Kommentare schreiben und der Charakter, das Pokémon, wird dann ein Teil der nächsten Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition werden. Jetzt habe ich aber auch wieder genug gelabert. Ich hoffe, ich habe euch am Anfang eingeblendet und einen Timestamp in die Kommentare gepackt, dass ihr das Gelaber überspringen wollt, könnt, falls ihr wollt. Viel Spaß nun mit der Spezialepisode selber. Nach der Spezialepisode hören wir uns Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Spezialepisode 2. Solange du bei mir bist. Es ist schon eine Weile her, nicht? Schon 4 Monate sind vergangen, seitdem unsere Welt wieder lebt und du wieder verschwunden bist. Inzwischen hat der Advent begonnen und ist weit vorangeschritten. Naja, um genau zu sein, ist heute bereits Weihnachten. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ich hatte mich schon lange darauf gefreut, endlich zusammen mit dir Weihnachten feiern zu können. Damals in Schatzstadt und hier in Silberdorf. Aber das Schicksal will wohl nicht, dass es so kommt. In den vergangenen Monaten hat sich ohnehin alles seltsam angefühlt. Weißt du, nachdem die dunkle Macht verschwunden war, hatte ich gar nicht wirklich die Zeit zu verstehen, was es bedeuten würde, was damals geschehen ist. Ich habe nicht nur dich als meinen besten Freund verloren, sondern auch Floink und Bisasam, die mir beide immer zur Seite standen. Ich fühle mich manchmal wirklich einsam hier. Ich wischte mir eine Träne aus dem Augenwinkel. Aber ich habe von dir gelernt. Nachdem unsere große Reise mit dem reinen Element zu Ende war, hattest du mir gesagt, dass ich nur hoffen müsste, dann würde die Hoffnung leben. Nachdem der Versuch, dich zurückzuholen, gescheitert war, habe ich aufgehört zu hoffen. Nur deswegen konnte die dunkle Macht die Kontrolle an sich reißen und die Apokalypse konnte beginnen. Nun, wo alles wieder friedlich ist, nutze ich meine Erfahrung und lerne. Auch wenn es mir manchmal schwer fällt, bleibe ich stark. Ich weiß, dass du es nicht anders wollen würdest, stimmt es nicht? Einen Moment blieb ich ruhig, erwartete aber keine Antwort vom Grab meines besten Freundes. Aber ich habe genug von mir erzählt. Im Moment ist Silberdorf wieder der friedvollste Ort, den ich mir vorstellen könnte. Alle Bewohner der Stadt haben sich zusammengetan, um heute gemeinsam Weihnachten zu feiern. Den gesamten Monat über war es ziemlich stressig, für manche mehr, für manche weniger. Unsere neuen jungen Freunde bereichern das Leben in unserem Dorf immens. Ich fühle mich zwar oft immer noch etwas unwohl in Shinnoks Umgebung, aber ich komme mit ihnen allen gut aus. Und das nicht als Einziger. Genauer gesagt wäre ich der Einzige, wenn ich es nicht täte. Es ist schwer, sie nicht ins Herz zu schließen. Auch innerhalb ihrer Gruppe stehen die Dinge prima. 2 von ihnen sind tatsächlich vor kurzem zusammengekommen und auch alle anderen vertragen sich prima. Weißt du, ich wünschte, du wärst hier. Ich wünschte, du könntest die kleinen Racker auch kennenlernen. Ich glaube, ihr würdet euch prima verstehen. Sie wären die einzigen, denen ich es zutrauen würde, sogar dich auszupowern. Außerdem, ich hörte eine Stimme hinter mir rufen. Es war Ivys Stimme. Komm, Lord Ecke, es geht los. Sie rannte sofort wieder in Richtung des Dorfplatzes. Ich wandte mich erneut kurz an den Grabstein. Na dann sieht so aus, als müsste ich langsam weg. Die Feier auf dem Dorfplatz beginnt. Auch wenn du nicht hier sein kannst, Günther. Ich hoffe, dir geht es gut, wo auch immer du bist und frohe Weihnachten.
Der Advent hatte gerade begonnen. Der erste Schnee war bereits in Silberdorf gefallen und bedeckte jeden Fleck. Der große See war vollkommen zugefroren. Ganz Silberdorf war voll und ganz im Stress. Jeder wollte möglichst schnell seine Vorbereitung für das Weihnachtsfest treffen. Ich sah auf dem großen Hügel und beobachtete das eifrige Treiben, in Gedanken versunken. Auch wenn ich nicht wild durch die Gegend rannte, war ich auch von dieser Phase des Winters gestresst. Ich musste unbedingt ein gutes Weihnachtsgeschenk finden. Es war unser erstes Jahr in dieser Welt. Unser großes Abenteuer lag gerade erst hinter uns. Wir hatten ein Team aufgebaut und waren alle zusammen glückliche Bewohner Silberdorfs. Und zur Feier dieses besonderen Jahres brauchte ich ein besonderes Geschenk. Scheinux, bist du überhaupt wach? Ich zuckte zusammen. Ich war wieder völlig in Gedanken versunken gewesen und hatte nichts von meiner Umgebung mitbekommen. Bulbi hatte anscheinend versucht, mit mir zu reden und ich war vollkommen abwesend gewesen. Nein, ich bin wach. Ich war nur mit den Gedanken woanders. Bulbi lachte über meine Verlegenheit. Nicht auf eine abfällige oder bösartige Weise, sondern einfach auf eine gut gelaunte. Auf eine Art, die ich wirklich gerne mag. Aber zurück zum Thema. Scheinux, wie man vielleicht schon herausgehört hat, das bin ich. Bulbi ist meine beste Freundin. Während unserer großen Reise mussten wir viel durchmachen, vor allem ich. Ich verlor auf dieser Reise meine Identität, stürzte mich selber in die Verzweiflung und verlor fast mein Leben. Doch immer war Bulbi für mich da. Sie hat mich immer unterstützt, hat immer für mich gekämpft, selbst als ich mich selber gehasst habe. Ich bin einfach unendlich dankbar für alles, was sie für mich getan hat. Und deswegen brauche ich unbedingt ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Findest du es nicht auch seltsam, wie sich alle jetzt schon bemühen, alles für Weihnachten zusammenzubekommen? Ich meine, wir haben doch den ganzen Monat Zeit, meinst du nicht auch? Dieses Mal hörte ich bereits von Anfang an zu, weshalb ich auch antworten konnte. Nur war meine Antwort nicht komplett wahrheitsgetreu. Ja, ich verstehe nicht, warum man sich jetzt schon so viele Gedanken über solche Dinge machen sollte. Ich meine, es wird ja nichts gammelig in den Läden. Man kann ja auch später noch einkaufen. Bulbi nahm meine unwahre Zustimmung erfreut zur Kenntnis. Sie erkannte offensichtlich nicht, dass meine Worte nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen. Sie tat eine Sache, die sie oft seit Ende unserer Reise tat. Über sehr sinnlose Dinge philosophieren. Ich persönlich sah das sehr positiv. Es zeigte wirklich, wie sorglos Bulbi inzwischen durchs Leben gehen konnte. Wie Latias einmal so schön sagte: Wer Zeit hat, Dinge zu denken, an die man gar nicht denken würde, der denkt frei und sorglos, denke ich. Stell dir vor, es gäbe gar keinen Advent. Würde das den Dezember irgendwie verändern? Würde niemand unterwegs sein, wenn es nicht Advent wäre? Sie starrte einfach in den bereits dunklen Himmel, in Gedanken versunken. Auch ich sah nach oben. Es war keine Wolke am Himmel. Ein rötlicher Schein bedeckte den gesamten Himmel und das Licht der Sterne und des Mondes wurde vom Schnee reflektiert. Ich wandte meinen Blick schnell wieder vom Himmel ab und richtete ihn auf Bulbi. Sie starrte gedankenversunken in den Himmel und beschäftigte sich mit den unwichtigen Fragen des Lebens. Ich nahm mir Zeit, um sie genauer zu betrachten. Sie trug wie meist in dieser Jahreszeit einen langen roten Schal, den wir damals in Schmuckstadt erhalten hatten, und eine dazu passende rote Wollmütze. Beide dieser Kleidungsstücke passten wunderbar zu ihren leuchtenden Augen. Als ich sie so sah, wusste ich erneut, ich bräuchte auf jeden Fall ein Geschenk, das sie nie vergessen würde. Als ich mir vorstellte, wie sehr sie sich freuen würde, bekam ich ein seltsames Gefühl im Magen. Es kribbelte einerseits und fühlte sich dabei irgendwie angenehm an. Und ich fragte mich, warum ich mich so fühlte. Die letzte Stunde des Tages verbrachte ich zusammen mit Bulbi. Als wir beide irgendwann nur noch müde waren, entschieden wir uns, zu unserem großen Haus zurückzukehren. Als wir dort ankamen, saß Semops in unserem Wohnzimmer. Es war das zentrale Zimmer, das alle anderen miteinander verband. Dem Buch, das er dabei hatte, nachzuurteilen, hatte er vor kurzem noch gelesen, bevor der Schlaf ihn übermannt hatte, bevor er es überhaupt ins Bett geschafft hatte. Er ratzte einfach ruhig vor sich hin. Ich hatte das Gefühl, dass er sich von uns allen seit unserer Ankunft am wenigsten verändert hatte. Es lag vermutlich daran, dass er schon immer eine frohe Natur gewesen war.
Wir anderen waren hier in Silberdorf erst wirklich glücklich geworden. Vor allem auf Ivy und Chillas traf dies zu. Beide hatten viele Jahre einsam gelebt und für sich selbst gekämpft. Sie waren immer alleine gewesen, nachdem sie die, die sie kannten, verloren hatten. Doch nun waren sie beide hier. Viele Freunde an ihrer Seite und vor allen Dingen frisch verliebt. Uns allen war bereits nach wenigen Wochen aufgefallen, dass die beiden überdurchschnittlich viel zusammen unternahmen. Deswegen war es für niemanden von uns eine wirkliche Überraschung, als sie vor etwas mehr als einem Monat zusammenkamen. Jeder im Dorf hatte sich für die beiden gefreut, was es ihnen auch noch einmal verschönert hatte. Wirklich viel verändert hatte sich seitdem zwar äußerlich nicht, aber es fiel auf, dass sie ihre Zuneigungen zueinander weniger versteckten. Auf die Atmosphäre in unserer kleinen WG hatte es nur positive Auswirkungen gehabt. Die Beziehung der beiden war eine Art Symbol für die Harmonie bei uns geworden und hinterließ einen ruhigen und entspannten Eindruck. Diese zwei waren an diesem Abend auch bereits zurück in unserem Haus gewesen und schliefen. Es war ehrlich gesagt nicht ungewöhnlich, dass ich und Bulbi am Abend am spätesten schlafen gingen, morgens hingegen am längsten brauchten, um wach zu werden. Auch wenn man der Ehrlichkeit halber sagen muss, bei mir war es noch nie anders gewesen. Mich freute aber, dass Bulbi sich das auch angewöhnt hatte. Somit hatte sie jegliches Recht verloren, sich über meine Schlafgewohnheiten aufzuregen, so wie sie es damals in der Gilde gern getan hatte. Der nächste Morgen brach schnell heran, aber bis ich wach war, war es beinahe Mittag. Trotzdem war ich voller Tatendrang mit einem großen Ziel für den Tag. Ich hatte bereits am Vortag Latias eingeweiht und wusste, dass sie bald auftauchen würde, um Bulbi zu beschäftigen. Ich würde in der Zeit ein perfektes Geschenk finden. Ich plante auch, meine Freunde um Rat zu fragen, denn man kann alleine nie eine Entscheidung perfekt treffen. Man braucht immer mehrere Meinungen, um das beste Ergebnis erzielen zu können. Und alles weniger als Perfektion erfüllte nicht meine Ansprüche. Als die Sonne am höchsten Punkt stand, klopfte Latias bereits an der Tür. Sie hatte sich eine Ausrede überlegt und Bulbi dazu gebracht, ihr bei dem Verpacken einiger Geschenke zu helfen. Sie hatte sich sogar ein Argument überlegt, warum gerade Bulbi. Sie konnte als einzige Ranken kontrollieren, was sich bei dieser Aufgabe als sehr praktisch erweisen würde. Als die Tür ins Schloss gefallen war, tat ich es ihr gleich und fiel mit der Tür ins Haus. Okay, also jetzt wo Bulbi weg ist, habt ihr irgendwelche Ideen, was ich schenken könnte? Chillas lachte etwas. Wusste ich doch, dass es komisch ist, dass Latias auf einmal vorbeikommt und speziell nach Bulbi fragt. Das war deine Idee, nicht? Ich war etwas beschämt, dass es so offensichtlich war, nickte aber kurz. Auch Ivy begann zu kichern. Es war nun mal offensichtlich, Shinux. Du bist seit Beginn des Monats immer komplett mit den Gedanken woanders. Wir kennen dich inzwischen gut genug, um zu wissen, was du vorhast. Ja, da habt ihr wohl recht. Aber zurück zu dem Punkt. Habt ihr irgendwelche Ideen? Hast du denn schon eine Idee? Wie soll denn das Geschenk sein? Ich fasste kurz in meinem Kopf alles zusammen und begann zu erzählen. Es soll ein Geschenk sein, bei dem man merkt, dass es nicht auf die letzte Minute im Laden gekauft wurde. Es soll von Herzen kommen. Sie muss irgendetwas damit verbinden können. Ich will ihr zeigen, wie dankbar ich ihr für alles bin, was sie für mich getan hat. Ich pausierte kurz und zögerte. Und ich will ihr zeigen, wie sehr ich sie mag. Es muss perfekt sein. Alle dachten einen Moment nach. Also niedrig sind deine Anforderungen ja nicht gerade, das weißt du selber, oder? Perfekt ist nur einmal nicht gerade einfach zu erreichen. Also ich weiß wirklich nicht, was man da machen könnte. Das Problem ist, Chillast übernahm das Wort. Keiner von uns kennt sie im Ansatz so gut wie du. Du weißt deutlich besser, was ihr gefallen könnte und was nicht. Ich sag's dir, wie ich's denke, Shinux. Nimm es mir nicht übel, ich würde dir gerne helfen, aber ich bezweifle, dass es dir überhaupt helfen würde. Es würde nur schaden. Ich dachte darüber nach, was er gesagt hatte. Du hast wohl recht. Ich werde selber etwas finden müssen. Ich bin fürs Erste weg, ich muss in der Stadt was suchen. Mit diesen Worten verließ ich den Raum, auch wenn ich hörte, dass meine Freunde hinter mir noch weiter sprachen. Ich werde kurz zusammenfassen, wie der Tag gelaufen war. Ich war in so ziemlich jedem Laden und habe mir alles angeguckt. Es gab wirklich tolle Dinge, doch alles hatte mindestens einen Makel. Und alles außer Perfektion. Somit musste ich am Abend unverrichteter Dinge und etwas frustriert heimkehren.
Als ich das Haus wieder betrat, saßen all meine Freunde am Tisch und redeten. Auch Bulbi war bereits von ihrer Beschäftigung zurückgekehrt. Als ich die Tür öffnete, sah ich, wie sie sich alle erschrocken zu mir drehten, was mich etwas verwirrte. »Was ist denn? Bin ich wirklich so erschreckend?« Ich lachte ein wenig. Ivy kam wieder runter und erklärte mir etwas nervös, weshalb sie sich so erschrocken hatten. »Du kommst gerade nur zu einem etwas unpassenden Zeitpunkt. Wir erzählen uns gerade Horrorgeschichten und es war gerade ziemlich spannend, als du auf einmal reingeplatzt bist.« »Horrorgeschichten? Im Advent?« Ich war offensichtlich nicht überzeugt von dieser Aussage. »Warum denn nicht? Haben wir irgendwas anderes zu tun? Außerdem ist es im Winter lange dunkel, das sorgt für gute Atmosphäre.« Mit diesem Argument hatte Seemops mich überzeugen können. Das klang nämlich wirklich sehr nach meinen Freunden. Ich gesellte mich zu ihnen und wir machten noch etwas weiter. Auch dieser Abend ging schnell vorüber. Es dauerte nicht lange, bis Chillast, Ivy und Seemops sich zurückzogen. Ich und Bulbi entschieden uns, noch einmal auf den großen Hügel zu gehen. Die Aussicht von dort ist immer wunderschön, doch erst in einer sternklaren, verschneiten Winternacht zeigt sie dort die wahre Schönheit der Natur. Wir nahmen uns dort eine Stunde Zeit, um auszuspannen und redeten in der Zeit. »Wo warst du heute Nachmittag eigentlich die ganze Zeit? Ich dachte, du hättest heute nichts vorgehabt.« Wieder sponne ich mir irgendeine Ausrede zusammen. »Naja, du warst nicht da und ich hatte nichts zu tun, deswegen habe ich mir halt gedacht, ich gehe einfach in der Stadt gucken, ob ich jemandem helfen kann.« »Offensichtlich warst du ja erfolgreich, solange wie du weg warst. Wem konntest du denn am Ende helfen?« »Kecleon, er wollte sein Schaufenster umräumen, um es an die Jahreszeit anzupassen.« Log ich in der Hoffnung, dass sie Kecleons Schaufenster nicht schon einmal gesehen hatte innerhalb der letzten Wochen. Dann würde sie nämlich wissen, dass es bereits seit etwa einer Woche das weihnachtlichste Fenster der gesamten Stadt war. Sie schien es mir jedoch abzukaufen und wir unterhielten uns noch eine ganze Weile über andere Themen. Irgendwann entschied ich mich, dass es Zeit war, schlafen zu gehen. Doch anders als sonst kam Bulbi nicht mit. »Ich bleib noch etwas hier. Ich muss noch über etwas nachdenken. Gute Nacht und bis morgen.« »Gleichfalls.« Ich war relativ verwirrt, warum sie gerade jetzt noch so dringend Zeit für sich selbst brauchte, aber ich akzeptierte es und ging schlafen, mit dem Bewusstsein, dass der nächste Tag nicht gut werden würde. Bulbi hatte all die Zeit so glücklich gewirkt, dass ich es nicht über mich gebracht hatte, ihr die Neuigkeiten zu erzählen. Ich hatte mich nämlich entschieden, nach Schatzstadt zu reisen. Den Grund hätte sie natürlich nicht erfahren, dass ich dort auf das perfekte Geschenk hoffte, das ich suchte. Ich wusste bereits, dass sie sehr enttäuscht sein würde, dass ich gerade in dieser Zeit des Jahres weg war. Zudem musste ich mich beeilen, um überhaupt pünktlich an Weihnachten wieder zurück zu sein. Es musste einfach alles klappen. Und somit beendete ich einen weiteren Tag. Der nächste Morgen begann exakt, wie ich es erwartet hatte. Alle waren komplett überrascht und nicht einverstanden bezüglich meines Plans. Ivy, Chillast und Seemops redeten die ganze Zeit auf mich ein und versuchten, mich davon abzubringen. Aber was mir viel mehr wehtat, war Bulbi. Sie saß einfach wortlos da und sah enttäuscht aus. »Es tut mir leid, ich würde ja auch nicht reisen, wenn es nicht nötig wäre. Ich werde mich beeilen und so schnell wie möglich wieder hier sein. Ihr kommt ja wohl auch ein paar Tage ohne mich aus.« Zum ersten Mal schien es, als wollte Bulbi auch etwas dazu sagen, jedoch schluckte sie ihre Worte runter. Gegen Mittag war also der Zeitpunkt gekommen. Ich hatte mich von niemandem umstimmen lassen und machte mich auf die Reise. Beinahe alle Dorfbewohner versammelten sich auf dem Dorfplatz, um mir eine gute Reise zu wünschen. Nur Bulbi war nicht gekommen. Ich begann meine Zweifel zu ziehen, ob es überhaupt wert war, was ich tat. Doch mir fiel eine Sache wieder ein. Ich tat nichts von dem für mich. Ich tat es alles für Bulbi. Und für sie würde ich alles tun. Und wenn ich mich Floink erneut gegenüberstellen müsste. Ich nahm nicht viel mit auf meine Reise. Lord Ecke hatte mir erklärt, welche Route ich am besten ablaufen sollte und wo ich in den Nächten lagern könnte. Die Reise alleine würde vermutlich eine Woche dauern. Jeweils hin und zurück. In Schatzstadt würde ich mindestens einen Tag verbringen. Würde der Zeitplan so aufgehen, dann würde ich am Abend vor Weihnachten zurück sein, perfekt ausgerüstet für das Fest. Meine Reise verlief ohne Probleme. Ich traf keine feindseligen Pokémon, das Wetter spielte mit und ich kam voran wie erhofft. Nur die Abende am Lagerfeuer fühlten sich schrecklich an, so alleine wie ich war.
Mir war gar nicht bewusst gewesen, wie sehr mich die Einsamkeit plagen würde. Es waren die ersten Tage und Nächte, die ich alleine verbrachte. Seit dem Tag, an dem ich zu dem wurde, der ich heute bin. Häufig plagte mich auf meiner Reise die Sehnsucht nach Silberdorf. Ein starkes Heimweh. Der Drang, meine Freunde wiederzusehen. Und vor allem Bulbi. Mir war zuvor nie klar gewesen, wie dankbar ich dafür sein konnte, dass ich immer jemanden hatte, mit dem ich reden konnte. Jemanden, dem ich immer vertrauen konnte. Ich wollte Bulbi einfach wiedersehen. Ich wollte nur zurückkehren. Doch nicht mit leeren Händen. Ich musste noch ein Geschenk finden. Als ich in Schatzstadt ankam, reagierten viele Bewohner sehr überrascht. Anscheinend war das Wort unseres Abenteuers bereits über weite Teile des Landes verbreitet worden. Ich freute mich nun umso mehr auf meine Rückkehr. Wenn ich Bulbi davon erzählen würde, würde sie sich so sehr freuen. Es war schließlich ihr großer Traum, dass unsere Legende verbreitet werden würde. Mir machte es allerdings in dieser Situation ziemliche Probleme. Ich wollte eigentlich so schnell wie möglich alle Läden in der Stadt abgrasen, doch ich wurde von vielen Pokémon angesprochen. Und manche fragten mich sogar nach Autogrammen. Einerseits schmeichelte es mir, andererseits war es sehr seltsam. Als mich so langsam gefühlt die ganze Stadt umzingelt hatte, löste ein ohrenbetäubender Schrei die Masse auf. Die Pokémon verzogen sich schnell und gingen wieder ihrer vorigen Tätigkeit nach. Der einzige, der blieb, war das Pokémon, das den Schrei abgegeben hatte. Ein rosafarbenes, hasenartiges Wesen. Jetzt lass doch unseren Gast in Ruhe. Die Worte waren nicht an mich, sondern an die Bewohner der Stadt gerichtet. Nun wandte das Pokémon sich an mich. Ich hoffe, es ist alles gut, mein Freund. Verzeih den Leuten, sie sind nur aufgeregt, so jemanden wie dich zu treffen. Mein Name ist Knuddeluff, ich bin der Gildenmeister in der Stadt. Was führt dich hierher? Ich wusste, dass ich den Namen bereits von Lord Ecke gehört hatte. Er und Günther waren frühere Mitglieder seiner Gilde gewesen. Durch seine Erzählung wusste ich bereits, dass sich bei Knuddeluff um ein sehr eigenes Individuum handelt. Danke für die Hilfe, Gildenmeister. Ich bin eigentlich nur hier, um ein Geschenk zu finden. Er sah mich neugierig an. Ein Geschenk? Warum kommst du denn dann den langen Weg nach Schatzstadt für sowas? Ihr lebt doch in Silberdorf, oder nicht? Ja, aber ich hab dort schon gesucht. Ich suche etwas wirklich Einzigartiges. Es muss das perfekte Geschenk sein. Der Gildenmeister sah mich amüsiert an. Ah, ich verstehe schon. Die junge Liebe. Ich kenne das. Ich war früher nicht anders. Ich lief etwas rot an, da er so leicht verstand, worum es mir ging. Da kann ich dir einen Tipp geben. Hier in Schatzstadt findest du tolle Sachen, aber nichts, was perfekt für deine Freundin wäre. Ich glaubte, dass meine Ohren mich täuschten, als er dies sagte. Warte, was? Soll das heißen, dass ich den ganzen Weg umsonst zurückgelegt habe? Das kann doch nicht sein. Ist es auch nicht. Ich habe eine Idee. In Schatzstadt findest du nichts, aber was denkst du über einen Kristall? In der Kristallhöhle in der Gegend gibt es viele wunderschöne Kristalle. Und ich kenne eure Geschichte genug, als dass ich weiß, dass ihr auch mit einem Edelstein zu tun hattet. Wäre das nicht klasse? Ich ignorierte die etwas merkwürdige Begeisterung des Pokémon und überlegte. Er hatte recht. Ein Kristall in den Farben des Regenbogens wäre das, was ich suchte. Wo ist diese Höhle? Eine Tagesreise im Norden. Meine Freude wich der Verzweiflung. Ich erkannte das Problem. In 8 Tagen war Weihnachten. Ich würde 7 Tage zurück nach Silberdorf brauchen. Eine Tagesreise hin und zurück war nicht machbar. Ich würde nicht rechtzeitig zu Weihnachten zurück sein. Andererseits war es das perfekte Geschenk. Es war genau, was ich suchte. Der Tag war angebrochen. Weihnachten, das Fest der Liebe. Am Abend würde das ganze Dorf zusammen feiern. Mit allen Freunden und der Familie, die man hatte. Ich freute mich kein bisschen auf die Feier. Er hatte versprochen, am Vorabend zurück zu sein. Doch es gab immer noch keine Spur von ihm. Ich war frustriert genug gewesen, als Shinux gegangen war, nur mein dummes Geschenk zu finden. Aber ich war zu feige gewesen, um ihm das zu sagen. Und nun würde er nicht hier sein, sondern in ein paar Tagen mit irgendeinem Gegenstand auftauchen und hoffen, dass ich mich freuen würde. Woher ich überhaupt von dem Geschenk weiß? Die anderen haben es mir erzählt. Ich selber hatte schon bemerkt, dass irgendetwas Shinux plagte. Sie wollten ihm unbedingt helfen, etwas zu finden und entschieden sich deswegen, mich selbst zu fragen.
Der Moment, in dem ich ihnen meinen einzigen Wunsch für Weihnachten erklärte, war der Moment, in dem Scheinux von seiner Suche in Silberdorf zurückkehrte. Doch anstatt ihm die Wahrheit zu sagen, war ich nun dort, am Weihnachtsmorgen, und fühlte mich komplett alleine und wusste, dass mein Wunsch nie in Erfüllung gehen würde. Den ganzen Tag herrschte Aufregung im Dorf. Die letzten Vorbereitungen wurden getroffen, bis schließlich alles bereit war und der Abend begann. Alle begannen sich auf dem Dorfplatz zu sammeln. Ivy rannte los, um Lord Eckett zu holen. Und ich saß alleine auf dem Hügel und fühlte mich elend. Ich hatte nicht die Laune gehabt, mitzufeiern. Mir war nach gar nichts. Ich wollte nichts tun. Andererseits wusste ich, dass ich das nicht konnte. Ich saß einfach nur dort auf dem Hügel, in Gedanken versunken. Ich hörte Stimmen vom Marktplatz und ich überlegte, was ich falsch gemacht hatte. Alles, was ich gewollt hatte, war diesen besonderen Abend mit meinem besten Freund verbringen zu können und endlich den Mut aufzubringen, den ich brauchte. Meine Gedanken drehten sich wie wild im Kreis und ich wurde trauriger und trauriger, je mehr Zeit verging. Als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden, hörte ich jemanden den Hügel hochkommen. Das Fest legt gleich los, kommst du, Bulbi? Ich war einen Moment lang komplett verwirrt. Mir war durchaus klar gewesen, dass mich noch jemand fragen würde, warum ich denn nicht käme. Aber ich hatte längst alle Hoffnung aufgegeben. Scheinux, du bist wieder hier? Als ich ihn sah, konnte ich mich kaum halten. Ich fiel ihm sofort um den Hals und mir kamen Tränen. Wo warst du so lange? Ich dachte schon, du würdest nicht kommen. Ich dachte, du würdest mich alleine lassen. Er erwiderte meine Geste. Nie im Leben würde ich das. Komm, die anderen warten nur noch auf dich. Meine schlechte Laune war verflogen und auf einmal freute ich mich riesig auf das Fest. Ich und Scheinux kamen als Letzte auf dem Hauptplatz an und gesellten uns zu unseren Freunden. Silberdorfs großes Weihnachtsfest hatte begonnen. Die Zeit verging schneller, als ich erwartet hatte. Jeder schien mit jedem perfekt klarzukommen. Alle waren Freunde. Ich verbrachte viel Zeit mit meinen Freunden. Scheinux hatte einige Probleme, den anderen zu erklären, warum er so spät gekommen war. Sie wirkten relativ wütend. Ich dachte anfangs, ich würde es vermutlich auch sein. Jedoch freute ich mich einfach nur, dass er überhaupt gekommen war. Als langsam die Ersten begannen, nach Hause zu trudeln, hatte ich endlich einmal Zeit, alleine mit ihm zu reden. Mein Geschenk für ihn hatte ich all die Zeit in meinem Beutel herumgetragen. Ich hatte den Beutel ohnehin immer dabei, deswegen fiel keinem etwas auf. So standen wir zu zweit erneut oben auf dem Hügel. Schnee bedeckte die Landschaft. Der Himmel war wolkenlos. Der Vollmond spiegelte sich im See, der es tatsächlich geschafft hatte, aufzutauen. Ich holte ein kleines Paket aus meinem Beutel. Ich hab etwas Kleines für Weihnachten gekauft. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich gab ihm einen Karton, verpackt in grünem Geschenkpapier. Scheinux wirkte etwas überrascht und öffnete ihn. Zum Vorschein kam ein Schal und eine Mütze, an sich genauso wie meine. Nur in einer blauen Farbe, in Scheinux Lieblingsfarbe. Ich... Danke, aber ich kann das nicht annehmen. Ich sah ihn verwirrt an, als er mir den Karton zurückgab. Was? Warum denn nicht? Ich habe gar kein Geschenk für dich. Es wäre unfair, wenn du mir etwas schenken wirst, obwohl ich gar nichts für dich habe. Heißt es, du hast nichts gefunden? Er sah mich überrascht an. Warte, du weißt... Naja, egal. Eigentlich schon, aber ich hatte es erst morgen wieder hierher geschafft. Meinst du, du bist mit leeren Händen zurückgekehrt, um für das Fest hier zu sein? Er nickte kurz. Ich wusste, wie traurig du gewesen wärst, wenn ich nicht gekommen wäre. Ich habe mich dagegen entschieden, um Weihnachten mit dir verbringen zu können. Mein überraschter Blick wurde langsam zu einem Lächeln. Das heißt, du bist wirklich für mich gekommen? Ja, ich konnte nicht mit dem Gedanken leben, dich zu enttäuschen. Ich überlegte, ob der Zeitpunkt gekommen war, auf den ich gewartet hatte. Ich entschied mich dafür. Ich musste dir etwas sagen. Wir beide sahen uns überrascht an, als wir genau denselben Satz aussprachen. Du zuerst, gab ich Scheinux den Vortritt. Er sah kurz in den Himmel und atmete durch. Dann sah er mich an. Bulbi, mir ist auf meiner kurzen Reise vieles klar geworden.
Mir ist klar geworden, wie schlimm es ist, einsam zu sein. Was wir zusammen geschafft haben. Für wie viele Pokémon wir Vorbilder geworden sind. Wie sehr ich dich brauche. Ohne dich hätte ich nichts erreicht. Du hast mir alles beigebracht, was ich weiß. Du hast mir gezeigt, wie ein Pokémon sein muss. Du hast aus dem, was früher einmal Necrozma war, ein neues Pokémon geschaffen, Bulbi. Eine Sekunde der Stille ging an uns vorüber. Ich hielt den Atem an, als er ansetzte, um die drei Worte zu sagen, die ein Leben verändern konnten. Ich liebe dich. Einen Moment sagte keiner von uns etwas. Ich, weil ich sprachlos war, und Shinux, weil er auf meine Antwort wartete. Anstatt zu antworten, zog ich ihn zu mir und küsste ihn. Die Zeit war wie stehen geblieben. Alles hätte um uns herum geschehen können. Für uns gab es nichts außer uns beide. Nach einigen Sekunden endete unser erster Kuss. Ich dich auch, Shinux. Er lächelte und drückte mich an sich. Frohe Weihnachten, Bulbi. Bitte merk dir nur eine Sache. Ich brauche keine tollen Geschenke oder sonstiges. Ich bin zufrieden, solange du bei mir bist. Ich hab's euch ja bereits angekündigt. Wir sprechen jetzt noch mal ein klein bisschen. Nachdem die Spezialepisode rum ist und sie euch hoffentlich gefallen hat, wie gesagt, im Romantik-Genre, was vielleicht viel nicht so zusagt, möchte ich genauer auf etwas eingehen, das ab der Walross-Edition 4 eingefügt wird und mit dieser Spezialepisode eingeleitet. Etwas, ich nenne es einfach mal Beziehungslevel. Dafür habe ich schon diese Tabelle angelegt, die ihr hoffentlich vor euch seht, ansonsten bin ich sehr lost, die den Rang der Verhältnisse zwischen den verschiedensten Pokémon angibt. Ich muss gerade mal hier so eine Stelle gucken von zwei Pokémon, die sich, oder zwei Charakteren, die sich möglichst nicht einmal kennen. Oh. Ich hab's doch anders gemacht als im ersten Plan. Oder? Ja, doch. Und zwar, ihr seht, hier sind die verschiedenen Ränge angegeben. Ein Rang ist noch falsch auf eurem Bild, denn der hat sich durch diese Spezialepisode verändert. Ja, also, ich bin gerade ein bisschen lost, deswegen sorry, dass ich hier so ranzlaber. Diese Beziehungslevel werden ab der Walross Edition 4 jedes Mal, sie werden eben eine wichtigere Rolle spielen. Allgemein, die Verhältnisse zwischen den Charakteren werden wichtiger. Es wird jedes Mal, wenn etwas in der Folge passiert, das wirklich das Verhältnis zwischen zwei Pokémon um ein gutes Stück verändert. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die 9. Folge der Walross Edition 2 mit Necrozmas Verrat. Es wird am Ende der Folge gezeigt werden, welche Beziehungslevel sich geändert hätten, was bei Necrozma so ziemlich alle Charaktere, die es bereits gab, abgesehen vielleicht von Darkrai, der dunklen Macht und natürlich ihm selber, nach unten gezogen hätte. Er gesagt, bei der dunklen Macht hätte es nach oben gezogen. Und so etwas würde dann am Ende der Folge angezeigt werden. Ich weiß noch nicht, wie häufig ich das mache. Kleiner Funfact ist auch, dieser Plot-Twist, vor allem mit Bulbi und Shinux, dass die beiden zusammenkommen, war ursprünglich für die 5. Geschichte geplant. Für während der Geschichte und nicht für eine Spezialepisode. Es war eine sehr kurzfristige Entscheidung, wie man sogar an dieser Tabelle sieht. Denn die Tabelle wurde einen Tag, bevor ich die Spezialepisode geschrieben habe, angefertigt. Und man sieht bei Bulbi und Shinux noch ein A-Level. Dieses A-Level hat sich aber durch die Spezialepisode auf das geändert, was auch Eevee und Chillast haben, auf das Level S, was das höchste aller Level wäre. Genauer gesagt,
das jetzt mal hier so kurz. C ist eine komplett neutrale Stellung. Wenn zwei Charaktere zueinander C haben, kann es zum Beispiel sein, dass sie sich nie begegnet sind. Zum Beispiel Bisasam und eigentlich alle wichtigen Charaktere der dritten Geschichte sind sich nie begegnet, kennen sich nicht und stehen deswegen vollkommen neutral zueinander auf Rang C. Alles unter Rang C ist negativ. Es gibt D, E und F. Es gibt auch Plus und Minus für jeden Rang. Zum Beispiel haben wir hier einmal den ganz niedrigen Rang Floink und Nick Crossmer mit F-, das niedrigste, was ich überhaupt verteilt habe. Das schlechteste, das geht. Rang E ist auch sehr schlecht, aber nicht so schlecht wie andere Ränge. Ich werde gleich auch nochmal einfach alle kurz vorlesen und hoffe, dass ich dabei nicht durcheinander komme bei der Tabelle, und ich werde durcheinander kommen. Hier haben wir auch E Plus und E Minus. E Plus habe ich, glaube ich, aber tatsächlich gar nicht verteilt, könnte es aber theoretisch geben. E Minus ist zum Beispiel zwischen Günther und Darkrai. Genauso wie zum Beispiel zwischen Shinux und Floink. Wobei man sagen muss, dass es bei manchen dieser Beziehungslevel auch von einer Seite sehr viel Einfluss gibt. Denn ich würde sagen, ne, ich schreibe die Geschichte. Denn an sich kann man nicht sagen, dass Shinux Floink wirklich so sehr hasst. Es ist vor allem andersherum. Dann D. D war eigentlich ursprünglich war D als das ganz Neutrale geplant, ist jetzt aber schon so ein bisschen negativer. Zum Beispiel bei Eevee, Chillast und Seemobs gegenüber Floink. Sie haben ihn nur einmal getroffen und mussten zwar selber nicht kämpfen, aber ne? C ist neutral, kann aber auch Plus oder Minus haben, was dann ein bisschen anders ist. Zum Beispiel Floink gegenüber Darkrai. Es ist halt sehr zwiegespalten, da Darkrai Floink schon einiges an Stress gemacht hat, andererseits aber auch geholfen hat, indem er ihm zum Beispiel seine wahre Identität gezeigt hat. B-Rang ist bereits ein Rang, in dem es schon relativ freundlich zugeht, sag ich mal. Es sind schon Freunde, die da dann sind. Man merkt dabei vor allem hier im Verhältnis zwischen den Hauptcharakteren dieser Geschichte sieht man keinen Rang unter B. Ich glaube, wenn ich mich hier gerade mal so umgucke, sieht man nicht mal ein B-, oder? Das ist Hydropi, genau. Nicht mal ein B-. Die vertragen sich alle echt gut. Was auch zum Beispiel auffällt durch diese Tabelle: Es würde keinem auffallen, wenn ich Hydropi einfach aus der Geschichte rausnehmen würde. Ich kann das auch selber zugeben, also, ne? Dann haben wir den A-Rang, der schon wirklich schwierig zu erreichen ist. Man sieht auch, er ist nicht unbedingt häufig. Es sind schon sehr gute Freunde, die diesen Rang haben. Zum Beispiel Chillast und Seemobs, bei denen man hoffentlich bemerkt hat, dass sie ziemlich gute Freunde geworden sind, haben gerade mal den A-Rang. Günther und Lord Ecke haben den glatten A-Rang. Ein A-Rang gibt es nur zwischen Floink und Bisasam. Und eigentlich zwischen Bulbi und Shinux, das habe ich nur verkackt. Aber ist sowieso egal. Denn dieser A-Rang wurde zum zweiten S-Rang, den es gibt. S-Rang ist, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, Verliebte. Das sage ich jetzt einfach, wie es ist. Nur Chillast und Eevee haben ihn auf dieser Tabelle bereits, wie man auch bereits in der Spezialepisode erfährt. So, und jetzt gehen wir einmal die Charaktere durch. Ich versuche es auch für mich relativ überschaubar zu machen. Günther steht zu Lord Ecke auf Level A. Sie sind sehr gute Freunde. Zu Floink auf B+. Zu Bisasam ebenfalls B+. Zu Latias auf B. Latios kennt er nicht so gut. Das ist B-.
Hydropi ist ebenfalls B, wobei mir gerade einfällt, dass er den eigentlich auch nicht besser kennt als Latios, aber egal. Bulbi, Shinnok, Seemobs, Chillast und Eevee kennt er alle nicht. Und sie kennen auch Günther nicht. Man muss bedenken, es ist immer in beide Richtungen an sich. Necrozma und Günther haben einen D-Rang zueinander. Eigentlich müsste... Doch. Günther hat zwar von Necrozmas Verrat mitbekommen. Und in der zweiten Geschichte am Ende hat Necrozma sie ja auch eigentlich alle außer Floink entführt. Und daher ist Günther nicht auf C, aber er hat nicht so schlechte Erfahrungen persönlich mit ihm gemacht. Darkrai und Günther, wenn man es genau nimmt, haben sie sich noch nie getroffen. Aber allein Erzählungen und die Situation in der Bonus-Story der ersten Geschichte reichen, um ein E-Verhältnis zu haben. Auch wenn man sagen muss, dass es hauptsächlich von Seiten Darkreis ist, der einen Hass gegen Günther hat. Und Günther und die dunkle Macht muss ich hoffentlich nicht weiter kommentieren. Dass es da einen der absoluten Hass gibt, ist hoffentlich nachvollziehbar. Lord Ecke hat gegenüber Floink und Bisasam einen A-Rang. Zu Latias, die er auch relativ gut kennt, aber nicht so gut wie seine beiden Freunde, hat er einen B-Rang. Latios, ja, den hat er jetzt in der Zeit nach der dritten Geschichte getroffen und beim Finale der dritten Geschichte. Länger kennt er ihn noch gar nicht, weil Lord Ecke selber... Ja, und natürlich Epilog, zweite Geschichte, weil Lord Ecke selber in der zweiten Geschichte ja von der dunklen Macht besessen war. Hydropi hat ihm schon ziemlich ausgeholfen, vor allem in der Bonusstory der ersten Geschichte, weshalb er es auf einen B-Plus-Rang geschafft hat. Gegenüber Bulbi steht er auf B. Er hat wirklich nichts gegen sie, hat man vielleicht auch am Anfang der Spezialepisode bemerkt. Gegenüber Shinnok ist er aber immer noch etwas nervös, weshalb es nur für einen C-Plus-Rang reicht. Was man sich aber merken muss, C-Plus ist immer noch positiv. Gegenüber Seemobs und Chillast ist es beides ein B-Rang. Es gibt eigentlich wirklich nichts, das er daran auszusetzen hat. Eevee kann nun mal manchmal ein bisschen hyperaktiv sein, aber an sich mögen die beiden sich ja auch. Okay, gibt's irgendwen, den Eevee eigentlich nicht nett findet? Lord Ecke und Necrozma. Lord Ecke hat zwar selber auch nicht so viel wirklich direkt mitbekommen, aber auch die Erfahrung, auch das Gefühl, dass dann auf einmal wirklich Bisasam war einfach weg. Genauso wie dann auch Floink später. Und das ist auch ja mit der Grund, warum Shinnok gerade mal einen C-Plus-Rang hat. Das war eben auch so die schwere Sache, weil die beiden eigentlich derselbe Charakter sind, Shinnok und Necrozma. Darkrai kann Lord Ecke überhaupt nicht ab. Bonus-Story, erste Geschichte. Darkrai war es, der Günthers Rückkehr verhindert hat. Lord Ecke hat einen absoluten Hass gegen Darkrai. Dann auch, dass dieser sich noch als Günther getarnt hat. Auf der dritten Reise. Also kommt in Lord Eckes Nähe ja nicht mit Darkrai an. Und die dunkle Macht hasst ja wohl so ziemlich jeder. Floink steht gegenüber seinem besten Freund Bisasam auf dem A-Plus-Rang. Die beiden sind nun einmal wirklich ewig beste Freunde. Was erwartet man anderes? Gegenüber Latias steht er tatsächlich auf A-. Die beiden verstehen sich wirklich sehr gut, hat man vielleicht in der zweiten Walross-Edition ganz gut mitbekommen. Auch wenn man natürlich auch bedenken muss, dass Floink natürlich so derzeit ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist nach dem Finale der dritten Geschichte und allem. Latios hat Floink auch schon etwas besser kennengelernt als manch andere. Und sie sind ja auch ganz gut klargekommen, daher der B-Rang. Floink und Hydropi kennen sich auch schon eine Weile, wie man spätestens seit der zweiten Geschichte durch Bisasams Kapitel weiß. Also warum nicht?
Floink und Bulbi, D-Rang. Die beiden haben sich erst im Finale der dritten Geschichte kennengelernt, als Floink wirklich nicht gut gelaunt war. Und dann hat Bulbi auch noch sein Angebot nach Gnade abgelehnt und ihn bekämpft. Und Shinnok wollen wir jetzt nicht von reden, denke ich. Wir haben Nyxiosmas Reinkarnation, der ihn dann noch in diesem letzten Kampf der Walross Edition 3 besiegt hat. Also das passt Floink nicht. Seemobs, Chillast und Eevee kennt er alle nur daher, dass er sie auch bei diesem Finale getroffen hat und ja, sie haben halt alle nicht kooperiert, fand er nicht so super, aber ging auch schlimmer. Floink und Nyxiosma, die einzige F-, die wie wir bereits vorhin hatten, dazu muss ich hoffentlich nichts sagen. Gegenüber Darkrai hingegen steht Floink deutlich positiver als die meisten anderen aus den ersten beiden Geschichten. Wie gesagt, Floink hat verdankt Darkrai letztendlich schon die ein oder andere Sache. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und auch gegenüber der dunklen Macht sehen wir keinen F-Rang. Was daran liegt, dass letztendlich ist er ja irgendwie die dunkle Macht. Bisasam haben wir gegenüber Latias einen B-Rang. Die beiden kennen sich ganz gut, nicht besonders, ja. Bisasam und Latios sehe ich gerade ist absoluter Schwachsinn. Die beiden haben sich nie getroffen, daher gibt es einen C-Rang, den ich jetzt auch hier nebenbei mal eintragen muss. Ich verstehe gerade ehrlich gesagt wirklich nicht, was ich da gemacht habe. Die beiden haben sich nie getroffen. Daher ist ein C-Rang das einzig Logische. Gegenüber Hydropi. Es ist die alte Geschichte aus der Walross Edition 2. Die beiden sind Brüder, auch wenn Hydropi adoptiert ist. Haben sich früher wirklich nicht ausstehen können, aber inzwischen geht alles zwischen ihnen. Sie verstehen sich sehr gut. Muss ich jetzt mal so einen kleinen Schwenk machen, das kenne ich tatsächlich auch aus dem echten Leben mit meinem Bruder. Naja, weiter geht's. Die Charaktere aus der Walross Edition 3 kennt er alle nicht, daher alle C. Nyxiosma. Bisasam hat lange Zeit für Nyxiosma gearbeitet. Hat einiges mit ihm durchgemacht. Sie haben sich in der Zeit gut verstanden. Aber natürlich der Verrat am Ende. Bloß ist natürlich auch die Frage, inwiefern hat Bisasam überhaupt mitbekommen, dass Nyxiosma es war, der diesen Verrat letztendlich begangen hat. Schließlich war er ziemlich sofort tot. Dann, gegenüber Darkrai hat Bisasam ebenfalls eigentlich keine guten Erfahrungen. Wir haben so zum Beispiel, ja, eigentlich haben die beiden sich nur in der ersten Spezialepisode und der Bonusstory der ersten Geschichte getroffen und nicht positiv. Und die dunkle Macht hasst immer noch jeder. Latias. Latias steht gegenüber ihrem Bruder auch natürlich sehr gut mit einem A-Rang. Es gab früher das Problem zwischen ihnen. Alles Walross Edition 2, wer jetzt nicht weiß, was ich rede, sollte sowieso eigentlich gar nicht hier sein, aber auf jeden Fall die ersten Walross Editionen angucken. Hydropi und Latias, ja, kennen sich, haben in der zweiten Geschichte viel zusammengearbeitet, verstehen sich schon. Latias hat man vielleicht auch schon in dieser Spezialepisode und im Epilog der dritten Geschichte gemerkt, hängt eigentlich am meisten an den ganzen, an den Kindern aus der anderen Welt, sage ich jetzt einfach mal so. Vor allem Bulbi. Die beiden vertragen sich wirklich gut, sie mögen sich gerne. Dann auch gegenüber den anderen aus der anderen Welt haben wir einen B-Rang. Auch alles sehr gut. Gegenüber Nyxiosma
haben wir wieder die Sache. Es gab den Verrat, es gab die Sachen in der zweiten Geschichte. Andererseits hat Nikros Malatias, als sie vor langer Zeit, was man in der zweiten Virus-Edition sehen kann, fliehen musste, hat er ihr eben eine Gelegenheit gegeben, ein neues Leben anzufangen, hat sie als Assistentin aufgenommen. Daher ist es noch ein C-Rang. Gegenüber Darkrai auch keine guten Erfahrungen und dunkle Macht. Kein Kommentar. Latios steht gegenüber Hydropi auf einem B-Rang. Die beiden verstehen sich auch ganz gut, warum nicht? Gegenüber Bulbi, Seemops, Chlast und Eevee steht er ebenfalls auf einem neutralen B-Rang. Wie bereits auch in der Spezialepisode erwähnt, eigentlich mag jeder die Hauptcharaktere der dritten Geschichte. Shinnok gegenüber kann er auch manchmal noch etwas skeptisch sein bezüglich seiner Nikros-Vergangenheit. Nikros, Darkrai und der dunklen Macht ist er bisher wirklich nicht positiv begegnet. Hierbei kann man dann wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch, Latios. Du bist offiziell der Charakter... Nein, Latios ist der Charakter, der am zweitmeisten Verbindungen, die auf Hass sind. Ich sehe gerade übrigens einen Fehler noch in der Tabelle, dazu kommen wir dann. Er gesagt, nee, das kann ich so sagen. Unten bei der dunklen Macht sehe ich gerade steht, unten dunkle Macht und Floink ist F. Aber in Floinks Spalte ist es E-. Es muss bei beiden E- sein. Also solche Fehler werde ich noch korrigieren in der Tabelle. Das ist jetzt nur eine erste Version. Also, damit haben wir Latios durch. Hydropi steht gegenüber eigentlich allen Bewohnern aus der anderen Welt auf B-. Er könnte jetzt mehr mit ihnen zu tun haben, aber ja, Nikrosma hat seinen Bruder umgebracht. Punkt. Darkrai ist kein so tiefer Hass, aber wirklich auch keine guten Erfahrungen. Und dann kommen wir wieder auf die dunkle Macht. Wieder zum Fazit dieser Tabelle. Jeder hasst die dunkle Macht. Dann kommen wir jetzt zu den Charakteren der dritten Geschichte über. Bulbi und Shinnok hat sich jetzt eben durch diese Spezialepisode verändert von A auf S. Die beiden sind frisch verliebt, beide zusammen. Man muss wirklich über dieses Duo nichts sagen. Seemops und Bulbi. Seemops ist wirklich eine Frohnatur und deswegen versteht Bulbi sich auch sehr gut mit ihr. Chillast ist noch derjenige, mit dem sie sich am schlechtesten versteht, was keinesfalls schlecht heißt. Auch nochmal erwähnen hier. B ist immer noch schön, positiv, alles super. Bloß halt durch manche Situationen, vor allem so in dem Zeitraum, in dem sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Ja, Eevee und Bulbi sind wirklich gute Freundinnen, verstehen sich super, haben A-Rang. Gegenüber Nikrosma haben wir bei Bulbi einen B-Plus-Rang. Alles, was sie je effektiv von Nikrosma mitbekommen hat, war, als er übernommen hat, als dieser durchgedreht ist. Ich hätte gerade was anderes gesagt, ich weiß nur nicht, inwiefern es damit vielleicht Probleme gegeben hätte. Nikrosma hat ihn aufgehalten. Nikrosma als Nikrosma hat sich da selber geopfert. Und außerdem ist ihr bester Freund Shinnok ist ja irgendwie Nikrosma. Daher B+. Darkrai. Bulbi hat auch Darkrai bisher nicht negativ wahrgenommen. Sie hat ihn nur getroffen. Er hat sie zwar angelogen, aber nur um die Welt zu retten. Und sie glaubt selber auch daran, dass Darkrai kein schlechtes Pokémon ist. Sie glaubt, dass Darkrai wirklich auch ein gutes Herz hat. Die dunkle Macht hat sie noch nie getroffen, aber nach allen Erzählungen, nach den Albträumen durch Giratina. Na, das geht besser. Shinnok und Seemops.
B-Plus-Verhältnis. Eigentlich genauso wie bei Bulbi, die Erklärung. Semops ist auch so ein Charakter, den es schwer ist, nicht zu mögen, auch wenn er ehrlich gesagt relativ irrelevant ist. Auf Chillas trifft ebenfalls dasselbe zu wie bei Bulbi gerade. Eevee und er verstehen sich auch sehr gut, sind aber nicht ganz so gut befreundet wie Bulbi und Eevee, weshalb es nur für B-Plus reicht. Mit seinem anderen Selbst hingegen kann Shinux nicht so gut leben. Er hat es inzwischen abgelegt, macht sich aber trotzdem manchmal noch Gedanken. Er kommt wirklich nicht so gut damit klar. Darkrai gegenüber ist Shinux schon relativ skeptisch, hat aber eben auch nichts Schlechtes von ihm mitbekommen. Es ist eine neutrale Auslegung. Dunkle Macht ist dieselbe Erklärung, wie es bei allen Hauptcharakteren der dritten Geschichte sein wird. Semops gegenüber Chillast. Die beiden sind wirklich dicke Freunde geworden, hat man auch festgestellt. Semops und Chillast, gutes Duo, kann man nix sagen. Semops und Eevee verstehen sich auch sehr gut. Semops noch der sich am schlechtesten mit Eevee versteht, aus dem Team der dritten Geschichte. Aber eben trotz allem noch sehr gut. Wer weiß, vielleicht liegt's ein bisschen daran, dass er durch Eevee weniger Zeit mit seinem neuen besten Freund Chillast verbringen kann. Gegenüber Nick Schosma hat Semops ebenfalls keine negativen Erfahrungen, was für einen B-Rang reicht. Er hat ebenfalls nur das Positive mitbekommen. Und auch gegenüber Darkrai hat er dasselbe wie Bulbi mitbekommen. Und die dunkle Macht, wie gesagt, bei jedem dasselbe aus der Geschichte. Chillast und Eevee muss ich nicht viel drüber reden, hat die Spezialepisode alles gesagt. Die beiden sind glücklich zusammen. Rang S. Gegenüber Nick Schosma steht er ebenfalls auf dem B-Rang mit derselben Erklärung. Gegenüber Darkrai ist er nicht so optimistisch wie Bulbi oder Semops, aber trotz allem noch optimistischer als zum Beispiel Shinux. Und die dunkle Macht ist wieder dasselbe. Eevee als letzte Charakterin der Geschichte gegenüber Nick Schosma und Darkrai beides B-Rang hatten wir auch schon bei der Erklärung, genau wie dunkle Macht. Bleiben nur noch Nick Schosma gegenüber Darkrai. Die beiden waren früher sehr gute Freunde, wie man bereits herausgefunden hat. Früher hätten sie vermutlich sogar ein A, vielleicht sogar A-Plus-Rang gehabt. Aber es ist nun nochmal auf B-Plus gesunken. Gegenüber der dunklen Macht, gegen die er mal gekämpft hat, aber auch für die er einige Zeit gekämpft hat, steht er daher im B. Auch wenn tatsächlich das Positive eher von Seiten der dunklen Macht kommt. Darkrai steht gegenüber der dunklen Macht auf einem neutralen Stand. Jetzt mal ehrlich, keiner hat eine Ahnung, was genau Darkrai nun mit der dunklen Macht. Wie stehen sie wirklich zueinander? Was ist überhaupt mit Darkrai? Und ich habe wirklich mehr als lang genug gelabert mit Intro und allem. Sind wir schon über einer Stunde für heute, Alter. Weihnachtsspecial kommt wahrscheinlich dann doch eine Stunde früher als erst geplant, damit ihr überhaupt Zeit habt am Heiligabend. Sollte eigentlich um 5 kommen, ihr habt's wohl schon um 4. Und damit bin ich jetzt auch fertig. Euch noch einen frohen Heiligabend, falls ihr noch dran seid. Und auch, ich sag schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis die Walross-Edition wiederkehrt, wird noch etwas an Zeit vergehen, wie ihr bestimmt wisst. Aber wer weiß, vielleicht können wir nächstes Jahr um diese Zeit eine weitere Walross-Edition genießen. Ich sage das so, weil ich merke, die Walross-Edition kommt immer super bei euch an. Ihr feiert sie und ich feiere diesen Support so sehr. Die Walross-Edition 1 hat jetzt frisch ihre 100 Daumen nach oben geknackt. Vor nicht so langer Zeit 5-stellige Aufrufe. Die Walross-Edition 3, einen Monat nach Release das komplette Hörspiel. 800 Aufrufe. Ihr feiert das Projekt. Ich feiere es so sehr, es zu machen. Es macht mir so einen Spaß. Euer Support noch dazu.
so nice. Ich werde auch noch mal in einem kleinen Silvester-Laber-Video ein bisschen mehr darüber reden. Wir sehen uns dann. Schöne Feiertage euch. Bis bald.